Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Im Blacktail sind wir wieder und mein wunderschöner Nerdy Joke wird überhaupt nicht ernst genommen und nicht appreciated. Das finde ich gemein. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. Genau, das sage ich zu meiner Motivation jetzt auch. Kletter hoch, ich helfe dir. Das hat die auch nötig. Die geben ist jetzt wir im das Keller. Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh! Aquädukt. Sehr schön. Aquädukt! Ja. Ja. Melli? Siehste, er lernt schnell. Dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Der lebt noch, Melli. Mach dir mal keinen Kopf, der lebt noch. Achso, ich muss hier wieder. Und tschüss. Gut gesehen. Ach. Komm, hoch mit dir. Die muss erst laufen und dann dürfen wir es, ja? Na dann, komm mal mit. Okay, ich muss mich mal kurz um einen kümmern. Kleinen Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, will wieder jemand verarztet werden? Ich weiß zwar nicht, warum der Alert überhaupt was gemacht hat, weil er es eigentlich nicht sollte. So, okay. Entschuldigung. Er will wieder jemand einen Hate Raid vorbereiten. Ist das alles? Hier ist nichts, Lukas. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst? Ja. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Ich trau dir immer noch nicht, ne? Das weißt du. Aber... naja. Wow! Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich finde es klasse, wie das... Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Das Detail wieder, ne? Dass hier unten in dieser wunderschönen Höhle... Und warte mal, das muss ich mal kurz so hier machen. Ja, in dieser wunderschönen Höhle. Wie das dann einfach wieder schön hallt und... ja. Der Sounddesigner hat da dran gedacht. Sogar die Musik hallt oder hat einen kleinen Hall mit drauf. Finde ich schön sowas. Finde ich absolut gut. Ihr kennt mich. Gut gemacht. Ich weiß, danke. Ich mag halt solche Details. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Ah, hier muss ich lang. Okay. So. Leder und Salpeter. Kriegst du das hin, Melli? Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit! Ja, Lukas. Ja! Das Wasser ist grün! Ja, weil da unten... Halt! Ja!
Okay. Melly, ich brauche deine Hilfe. Verstanden. Ja, gewiss. So können wir also stoppen machen. Hätten wir das dann nicht eher machen sollen? Euer Boot wartet. Ja, soll ich das einsteigen? Das muss ja jetzt gehalten werden und wir wollen doch aber alle rüber. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Springt ihr trotzdem noch schnell rein? Nee. Los geht's! Wow! Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Ach, Hugo, wir sind schon so vielen Monstern begegnet. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Und wir haben nur gedacht, dass es Menschen sind. Dabei waren es doch sehr, sehr eindeutig Monster. Feiner übersehen. Sauerei. So. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber... Guck dir das mal an. Kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Alter, was wir für eine Kraft haben. Die haben da zu zweit dran gezuckelt und haben das nicht mal annähernd so schnell hinbekommen. Und wir hier rums, einmal auf geht's. Jetzt loslassen. Bup. Gut, ihr könnt loslassen. Was heißt hier ihr? Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter. Gut, also dann. Dann nehme ich es jetzt doch mit, weil es scheint nicht, dass wir hier noch was machen müssen. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Alles klar. Unsere Schlösserknackerin wieder. Wie sieht's dahinter aus? Nicht offen. Sehr angenehm. Ehrlich gesagt. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese... Ja. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Schwein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Na los, aber in den Graben sind erst. Wir müssen auf die andere Seite. Du hast recht. Komm mit. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Wir müssen auf jeden... Also, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das noch irgendwie weiter schaffen, aber anscheinend gehen wir alle rüber. Das finde ich sehr gut.
denn drüben ist Loot. Kommt ihr? Nö. Okay. Warum kannst du nicht einfach hochgehen? Wie jeder andere? Hä? Da springt ihr doch einfach hoch. Ihr seid so stark die ganze Zeit und dann springt ihr hier nicht selber hoch. Na ja, gut. Okay. Ich sehe schon, mein Chat möchte noch ein paar Commands haben. Muss ich mir wohl noch ein paar Sachen ausdenken, ja? So, dann machen wir doch mal hier. Bisschen dick und frei. All diese verdammten Ratten. So. Dann haben wir das schon mal. Gut, sag ich kümmere mich um die Tür. Ich hab doch gesagt, ihr habt Kraft, wisst ihr? Aber da oben nur per Räuberleiter, aber hier so ein riesenschweres Ding umschubsen. Nein, ihr Faulpelze. Donnerwetter. Ich sag doch, die haben was drauf. Die verkaufen sich echt unter Wert. Die Mädels. Aber ist schon clever hier. Jetzt muss man ihn lassen. Los. Die Anlage ist sehr effizient. Ach so, ihr seid schon bis am Ende, bis ans Ende. Alles klar. Beide? Okay. Gut. Ich dachte, wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr Rätsel lösen, aber nö, ist alles okay. Oh, wunderbar. Ich gehe zuerst. Na gut. Kommst du? Ja, Sky mal, ne? Gegen den Strom. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Ah, da sind bestimmt Ratten. Warte mal, kann ich hier nochmal... Ah, das würde sich eventuell nochmal ein Luminosa würde sich eventuell lohnen. Oh. Gut. Ich glaube wirklich, als nächstes gehen wir noch auf den Beutel. Zweimal schnell hintereinander schießen. Das hätte jetzt... zweimal schnell hintereinander schießen wäre jetzt richtig gut gewesen in der einen Burg. Das wäre richtig gut gewesen. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau! Wow, es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Wow. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, die Stimme. Aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Alter. Boah, das ist jetzt gerade Gänsehaut-Moment. Die Musik dazu... Diese Aussicht, die Blitze, das war gerade richtig Gänsehaut-Moment. Ja, ich kann verstehen, warum das Spiel so dermaßen abgesahnt hat, was Preise und Bewertungen angeht. Doch, doch, doch. Also alleine so vom Spielen her macht das schon wahnsinnig Spaß. Und dann, wenn man halt diese Elemente alle noch mitzieht. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Wir haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Ja, klar. Aber halt erst, wenn es blitzt.
So, hat doch geklappt. Nie wieder. Klar, gleich wieder. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind so weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Moment, wir zünden... Ah, nein, 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 machen wir nicht. Wir zünden erst an, wenn es geblitzt hat. Weil das brennt ja nicht lange, das Ding. Na, ich hab doch... Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los! Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Los, wir werden es schaffen. Scheiße, scheiße. Ich werde dir helfen. Ja, gut. Klappt doch gut. Klappt doch gut. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Lukas? Wirklich? Geschafft. Okay. Wir sind da. Seht euch das an. So, hier. Wir bauen noch mal ein bisschen Ignify. Oder Ignifer. Wie die Jennifer aus... aus dem Witcher. Chateau. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein, los! Bricht der Balken jetzt zusammen? Oh. Nein. Ha, unglaublich! In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber boah, wer hat das alles gebaut? Alter. Jetzt mal ganz im Ernst. Das können keine normalen Ratten sein. Und das kann auch keine normale Krankheit oder sowas sein. Müsste, aber die Sachen brennen doch wirklich länger, oder? Möchtest du das vielleicht mal aufmachen hier? Schaffst du das? Ja. Das gut. Schloss ist ganz schön alt. Das macht nichts. Da hat sich was bewegt. Alt ist nicht immer schlecht. Ist offen. In der Pause muss ich mal wieder ein paar Accounts für Hatred bannen, ja. Ich sehe schon. Das ist ätzend. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ambrage. Zwei Mädchen gegen Tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Genau. Sieh nur, sie bewegen sich. So. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ich ja, denke das auch. Ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Aber echt, ey. So, okay, dann. Wir zünden dieses. Schon gleich viel besser. Echt? Ich nicht. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. Ja, dann soll sie mal herkommen. Hopp, hopp. Komm mal rüber. Mach einen schlanken Schuh.
Ellie? Ellie? Was erwarteten die jetzt von mir? Kannst du dir noch keinen Stock nehmen und hier durchkommen? Hey, seht mal! Oh. Ach, putzig. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melli, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Ich kann es kaum erwarten, da oben zu sein. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal runter. Ich wollte da drüben Seht noch hin. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. So, okay. Dann gehen wir hier rüber. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Machst du das? Gut, dann gehen wir runter. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Kannst du das übernehmen? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Übo, wir alle werden in Sicherheit sein. So. Erstmal nach Loot gucken. Ihr kennt das Spiel. Oder nach besonderen Dingen. In letzter Zeit finde ich irgendwie zu wenig besondere Objekte oder sowas. Das Putzige ist ja, dass, wenn wir das jetzt hier unten machen, dass die Ratten dann komplett weg sind. Gut, wir müssen den ganzen warum ist das so? Sonst kommen die doch auch immer wieder zurück. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Da sind jetzt auch noch welche. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Einzelnen Ratten machen nichts. Okay. Das ist mir jetzt zu heikel. Da, Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Hugo. Mir geht's gut, aber man wird schieb die mal noch mit rüber. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück.
Ich wäre soweit. Ich helfe dir hochzuklettern. Ich komme. Das war gerade komische Kameraeinstellung. So, das ist die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das war tot am Rad. Du hast so viele Bücher gelesen. Ich. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Ja gut, dann. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ist ganz klar, ne? Man kennt's ja. Ja, von daher. Vielen Dank fürs Zusehen. Und Cheerio. Ciao.